So, letztes Rennen für dieses Wochenende. Unsere KC2 ist nochmal, KC2 Masters. Vorneweg den Bernd Rosenschön sehen wir. Auf Platz 2 Alessandro Perla, auf der 3 den Timo Klaus. Von der 4. Position aus ins Rennen geht der Daniel Jurezko. Von der 5 der Maximilian Malkus. Von der 6 der Timo Klaus Junior. Und von der 7 der Pedro Regiera. So, wollen wir mal schauen, wie der Start dieses Mal verläuft. Im ersten Rennen sind alle Fahrer nicht gut weggekommen, wodurch es direkt am Start das ein oder andere Überholmanöver gab, welches sich dann auch bis zum Rennende eigentlich auch so beibehalten hat. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie die Fahrer aus dem ersten Start gelernt haben und ob es jetzt eine Verbesserung gibt. So, da werden noch mal kurz ein paar Starts geübt, um noch auch vielleicht mal die Reifen auf Temperatur zu bekommen, die letzten paar Grads reinzubekommen. So wie es aussieht, ist die 677. Alessandro Perla hebt den Arm. Das heißt eigentlich, dass das Kart aus ist. Ja, Kart ist aus, Motor ist aus. Das heißt, es wird eine weitere Runde gefahren. Weitere Warm-Up-Lap, bevor es dann gleich in die Startphase geht. So, neuer Versuch. Schauen wir mal, ob es diesmal besser läuft. Ja. Alessandro Perla darf nicht mehr zurück an die Position 2, sondern wird jetzt von der hintersten Position aus ins Rennen gehen. Noch eine weitere Runde rum, weil wieder ein Kart beim Start ausgegangen ist. Das heißt, wir warten noch eine Runde, um dann gleich hoffentlich beim dritten Versuch den Start zu erleben. So, jetzt aber. So, bis jetzt sind alle Motoren noch an. Allerdings glaube ich, okay, der Start wird freigegeben. Ampeln sind an. Und los geht's. Start wieder nicht optimal von jedem erwischt. Trotzdem kann sich Bernd Rosen schon wieder vorne absetzen. Ja, und die anderen, die verlieren eigentlich direkt in der ersten Runde schon den Anschluss. Schauen wir jetzt gleich einmal zusammen auf die Zeiten und sehen eventuelle Positionsveränderungen und das eine oder andere Manöver von
Alessandro Perla, jawohl, er schnappt sich den dritten, die dritte Position. Also, Bernd Rosen schon auf 1, Timo Klaus auf der 2. Dann, laut Liste ist jetzt der Timo Klaus Junior auf der 3. Der wird allerdings gerade von dem Alessandro Perla überholt. Auf der 5 ist der Daniel Jurezko, Maximilian Malkus auf der 6 und der Pedro Figuera auf der 7. Also wie es jetzt aussieht, können sich sowohl Bernd Rosenschön als auch Timo Klaus absetzen. Dahinter Alessandro Perla mit circa 8 Zehntel Rückstand auf den Zweitplatzierten. Ja. Ah, Maximilian Malkus konnte sich auf Platz 4 vorarbeiten, hat den Timo Klaus Junior überholen können. Und der Daniel Jurezko ist auf die Position 6 zurückgefallen. Alessandro Perla bekommt eine 5-Sekunden-Strafe, wird gerade auf dem Display angezeigt. Die 677 bekommt am Ende des Rennens auf die Gesamtzeit 5 Sekunden addiert. Das würde momentan dazu sorgen, dass er nicht mehr auf Position 3 ist nach dem Rennen, sondern nur noch auf 7. Genauso wie die 686. Timo Klaus. Auch 5 Sekunden nach dem Rennen addiert. Ich nehme mal an, das hat was mit der Startphase zu tun, weil Timo Klaus nach dem Fehlstart seinerseits nicht mehr auf seine vorherige Position zurückgehen hätte dürfen. Er aber trotzdem von 2 aus gestartet ist und er dadurch jetzt wahrscheinlich die 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Ja, und Maximilian Malkus ist auf jeden Fall im Kampf mit Alessandro Perla, der sich jedoch jetzt noch gerade nach Start und Ziel verteidigen konnte und somit seine dritte Position vorerst natürlich nur, wenn die 5 Sekunden Zeitstrafe im Hinterkopf noch beibehalten kann. Daniel Jurezko konnte sich auch wieder vorarbeiten, ist jetzt schon wieder auf der 5. Relativ vieles hin und her bei ihm. Mal ist er auf der 7 gewesen, dann auf 5. Ähnliches Spiel auch im ersten Wertungslauf. Ja, und der Bert Rosen schon fährt mit einem komfortablen Abstand von 1,16 Sekunden vorneweg vor Timo Klaus, der auch eine Zeitstrafe hat. Das bedeutet, wenn man jetzt mal ein bisschen weiterrechnet, wäre Maximilian Malkus der neue Zweitplatzierte, wenn es bei diesen Abständen und bei diesen Positionen bis jetzt bleiben würde.
Ja, Bernd Rosenschon kann seinen Vorsprung immer noch weiter ausbauen. 2,042 Sekunden sind es mittlerweile. Timo Klaus hat 2,5 Sekunden Vorsprung auf Alessandro Perla, der wiederum nur ganz, ganz knapp mit 6 Zehnteln vor Maximilian Malkus ist. Sechs Minuten 40 sind es noch hier in diesem letzten Rennen hier heute. Soweit hat sich das Feld aber geordnet. Einzig und allein Maximilian Malkus hat in meinen Augen noch die Chance, dran vorbeizugehen. Das kommt hier nur darauf an, ob er auch so leicht vorbeigeht. Ist das nämlich nicht der Fall, hat der Daniel Jurecko auf jeden Fall auch noch ein Wörtchen mitzureden. Denn der ist auch in Schlagweite, Schlagdistanz. Sobald der Maximilian auch nur einen Fehler macht, ist der Daniel da und holt sich seine Position.
So, die letzte Runde läuft. Letzte Runde an diesem Wochenende. Es hat sich nicht mehr so viel geändert. Abgesehen davon, dass der Maximilian Malkus etwas Zeit verloren hat, hat sich rückfallen lassen. Konnte dann das Tempo doch nicht mehr mitgehen. Trotzdem knapp ist es immer noch zwischen Alessandro Perla und Daniel Jurecko. Allerdings mit der Sekundenstrafe sollte der Daniel den dritten Platz sicher haben. Den ersten Platz hat auf jeden Fall den Bernd Rose schon sich gesichert. Zweite Mal schon diesem Wochenende. Timo Klaus kommt als Zweiter durchs Ziel. Alessandro Perla als Dritter. Daniel Jurecko als Vierter. Maximilian Malkus auf der 5. Timo Klaus Junior auf der 6. Kommt jetzt eben auf die Start- und Zielgerade. Fährt jetzt durchs Ziel. Und auf der 7 haben wir den Pedro Rivera, der auch jetzt auf Start und Ziel ist und auch jetzt die Linie überschritten hat.